Herzlich willkommen hier wie immer in meiner Küche zum... Alter, was laber ich für einen Scheiß. Hi Freunde und herzlich willkommen in meiner Küche. Ich habe heute mal was mitgebracht für euch und für mich vor allem und für, also für uns zum Essen. Und zeige euch, wie das geht. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum Eigentlichen, zu den Zutaten. Also Freunde, auf geht's. Lasst uns anfangen. Das Gemüse habe ich jetzt soweit alles geschnitten. Sellerie, Lauch, Möhren, Petersilie und das war es eigentlich schon. Jetzt kommt noch Hühnerbrühe dazu und ein bisschen Pfeffer und Salz und dann kommt das Hähnchen rein und dann wird das schön gekocht. Die Brühe dazu. Jetzt die Hähnchenschenkel reintun. Noch etwas Salz, Pfeffer. Und dann das Ganze hier im Schnellkochtopf circa 30 bis 40 Minuten kochen lassen. Während das Hähnchen da jetzt im Kochtopf, im Schnellkochtopf drinnen ist und kocht, mache ich jetzt hier schon mal weiter mit den Champignons. Die schneide ich klein, werde ich jetzt kurz anbraten. Dann bin ich damit schon mal fertig. Weiter geht's jetzt an der Stelle mit dem Spargel. Hier habe ich gerade schon mal im Live erzählt. Schaut, dass ihr hier diesen ganz dünnen grünen Spargel bekommt. Der ist eigentlich am besten. Hier schäle ich wirklich nur ganz unten die ganz letzten Stücke ab, dass der gleichmäßig dünn ist. Und dann braucht ihr den wirklich nur ganz kurz in den Topf tun, durchziehen lassen. Und dann ist der schon weich und schmeckt richtig brutal lecker. Noch etwas Butter zu den Pilzen. Ja, die Pilze sind fertig und kommen jetzt erstmal an die Seite. Ich mache jetzt weiter mit der Soße. Dafür brauche ich hier erstmal ein bisschen Vorbereitung. Ich brauche hier erstmal nur das Eigelb und dann das Creme Fraiche. Das Ganze wird jetzt schön durchgerührt. Ich habe jetzt die Hühnerbeine aus dem Topf genommen. Die sind soweit schön weich. Das fällt hier alles so schön vom Knochen ab. Die lasse ich jetzt erstmal abkühlen und an der Stelle kann ich jetzt erstmal weitermachen mit der Soße. Dafür brauche ich nämlich hier den Sud. Die Brühe habe ich jetzt erstmal abgegossen durch ein Sieb durch, dass das hier alles draußen ist. Das brauche ich natürlich jetzt nicht. Und das hier kann ich jetzt erstmal beiseite stellen. Weiter geht es jetzt hier mit der Ei-Creme Fraiche Soße. Dazu gebe ich erstmal noch eine 1 bis 2 Kellen der Hühnerbrühe dazu, rühre das unter, dann noch etwas Zitrone und dann ist die an der Stelle erstmal fertig und damit geht es dann mit der Mehlschwitze weiter. Jetzt geht es dann auch schon an die Mehlschwitze, das kennt ihr schon, das Spiel, da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Butter einfach weich werden lassen, aufkochen, Mehl dazu, ungefähr die gleiche Menge. Und das Ganze verrühren und dann geht es hier im Grunde auch schon weiter mit der vorbereiteten Soßengeschichte. In die Mehlschwitze kommt dann hier dieses Eiergemisch mit rein, schön umrühren und wenn das dann etwas dicker wird, dann noch ein bisschen Hühnerbrühe dazu. Jetzt die ganze Geschichte kurz aufkochen lassen, dann kann das letztendlich ein bisschen runtergedreht werden in der Temperatur und jetzt kommt noch ein Spritzer und hier ganz vorsichtig ein Spritzer Zitrone dazu. Zum Schluss noch etwas Pfeffer dazu, das Ganze damit abschmecken, nochmal aufköcheln lassen und dann ist die Soße im Grunde schon fertig. Bevor ich es vergesse, natürlich hier die Kapern nicht vergessen, die sind wie schon immer und anfangs gesagt, nur für den Geschmack der Soße. Wer sie gerne essen möchte, kann das tun. Da die Soße jetzt soweit fertig ist, die ohne Gemüsesoße wohl bemerkt, kann ich jetzt hier eine Portion abnehmen, die ich dann wirklich so brauche. Da werde ich dann letztendlich einfach nur noch das leckere Fleisch reinmachen und dann ist die schon fertig. Jetzt noch das Fleisch dazu und dann ist das fertig, kann kalt gestellt werden und das kann noch eine Nacht durchziehen. Dann wird Reis dazu gemacht und dann geht's los. Weiter geht's jetzt mit der restlichen Soße. Hier fummel ich jetzt das Fleisch vom Knochen ab. Das kommt hier rein. Und daneben geht's dann weiter mit dem Spargel. Den muss ich, wie gesagt, ein bisschen kochen, dass der dann letztendlich weich wird. Also so, dass man den essen kann, bissfest, so schön gesagt. Natürlich mit ein bisschen Salz.
Zu der Soße und dem Fleisch kommt jetzt noch mal ein bisschen Hühnerbrühe dazu. Letztendlich könnt ihr die immer dazu tun, wenn ihr das als zu fest empfindet. Ja, das kann ruhig noch ein bisschen mehr Flüssigkeit vertragen, dann wird das alles ein bisschen lockerer. Denn hier kommt ja, wie gesagt, noch das Gemüse hinzu. Jetzt kommen dann schon die Erbsen und die Möhren dazu. Hier könnt ihr euch entscheiden, wie viel ihr haben wollt. Ich mache jetzt hier nicht ganz so viel mit rein, aber das ist euch natürlich selbst überlassen. Auch die Pilze dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und auch hier ebenfalls, ja, entscheidet selbst, wie viel ihr hier rein haben möchtet. In der Zwischenzeit kann ich noch etwas mit Pfeffer und Zitrone nachwürzen. Und zu guter Letzt kommt natürlich noch der Spargel dazu. Hier, den schneide ich einfach dreimal klein, dazugeben und fertig ist es. So, Freunde, jetzt schaut euch das an. Das sieht doch gut aus. Sehr, sehr lecker. So, ihr Lieben, jetzt wird natürlich wie immer gekostet und darauf habe ich mich den ganzen Abend schon gefreut. Sehr lecker. Es ist relativ leicht zu machen. Ihr braucht gar nicht viel Zutaten dafür und es schmeckt mega. Ich bin auf jeden Fall jetzt weg. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder und ich freue mich. Bis dahin, Freunde. Tschüss.